Darf ich dir eine Frage stellen? Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, denn die Ewigkeit ist sehr lang. Hast du schon einmal davon gehört, dass Gott dich liebt? Er sehnt sich nach einer persönlichen Beziehung zu dir. Das Problem ist, dass wir Menschen durch all unser Fehlverhalten, alle Schuld und Sünde von Gott getrennt sind. Aber Gott hat eine Lösung für dieses Problem. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt, um die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wieder vollkommen herzustellen. Jesus, der Sohn Gottes, kam als Mensch auf diese Welt. Er starb am Kreuz für unsere Schuld und stand von den Toten wieder auf. Damit hat er für alles bezahlt, was du jemals falsch gemacht hast oder noch falsch machen wirst. Er hat den Preis bezahlt, den du und ich eigentlich zahlen müssten. Aber nun kann dir alles vergeben werden. Du darfst alle Schuld bei Gott ablegen. Durch Jesus kannst du einen Neuanfang starten. Jesus hat den Tod besiegt, darum kannst du ewiges Leben haben. Und wenn du stirbst, wirst du bei Gott sein. Nun, wie kannst du dieses Geschenk empfangen? Gott geht es nur um dein Herz. Wende dich ganz persönlich an ihn und sag ihm alles, was dich belastet und was in deinem Leben falsch gelaufen ist. Bitte Gott ernsthaft darum, dir zu vergeben. Es gibt nichts, was er lieber tut. Du kannst folgendes Gebet mit mir sprechen. Gott, ich komme zu dir. Ich weiß, dass ich so vieles falsch gemacht habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich bitte dich darum, weil ich glaube, dass Jesus, dein Sohn, für mich gestorben ist. Er nahm all meine Sünde am Kreuz auf sich und hat sein Blut vergossen für mich. Ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Jesus, ich danke dir, dass du all das für mich getan hast. Ich nehme das Geschenk der Vergebung an und bitte dich, Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will nie wieder ohne dich leben. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. Amen. In der Bibel steht, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen, Jesus, glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich von Herzen mit dir. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Nun hast du ewiges Leben. Und die Engel im Himmel feiern wegen dir ein Fest. Du kannst nun eine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen. Du kannst jederzeit mit ihm sprechen. Er hört dich. Heute hast du deine Eintrittskarte in den Himmel gelöst. Bitte suche Kontakt zu Christen in deiner Nähe. In dieser Gemeinschaft kannst du wachsen und Gott immer besser kennenlernen. In der Beschreibung zu diesem Video sind ein paar Links, die dir bei deinen ersten Schritten mit Gott behilflich sein können. Gerne kannst du auch mit mir Kontakt aufnehmen. Die Adresse findest du in der Kanalinfo. Der Herr segne dich.